Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Nervös ist langsam der Großkönig Radoslav, denn das Schlachtenglück, das wogt hin und her. Wir haben eine große Schlacht verloren hier und eine große Schlacht, eine noch größere Schlacht gewonnen zuletzt. Im Kriegsstand spiegelt sich das noch nicht wieder, denn der Gegner hat es geschafft, hier einen Teil des Kriegszieles zu belagern oder zu erobern sogar. Und das macht viel aus, weil wir hier so konzentriert auf diese Schlacht geachtet haben, ist das nicht aufgefallen. Insofern müssen wir reagieren, aber ich glaube, weil unser Großkönig das Ganze nicht mehr aushält, machen wir mal Folgendes. Wir werden, ja, er wird sich jetzt zurückziehen. Er braucht jetzt irgendwie mal absolute Ruhe für ein paar Tage und Wochen. So, endlich finden wir unseren Frieden. Es bringt nicht viel. Es bringt nicht viel, was die Anspannung betrifft. Aber ein bisschen ist in dieser Situation auch etwas. Gut, wie machen wir weiter? Wir werden hier unsere Armee erstmal wieder irgendwie einigermaßen auseinander dividieren. Wir brauchen unsere Kampfarmee. Wir gucken mal, das ist die zweite Armee. Ich würde sagen, das ist die einzige Armee, die hier nochmal in Richtung dieses Feindes zieht. In der Hoffnung, und jetzt müssen wir genau gucken, aber es müsste eigentlich gehen, in der Hoffnung, dass die Verbündeten hin und hinterher kommen, während wir jetzt die anderen Armeen, die sich dort noch befinden, irgendwie vernünftig mal aufteilen müssen. Beziehungsweise vielleicht sogar in diese Richtung, also in Richtung Danzig schicken werden. Wir gucken mal, wer ist hier noch unten? Ihr seid da oben. Ja, ich glaube, noch könnt ihr da oben bleiben. Wir bewegen uns mal. Ah, das ist auch eine wahnsinnige Entfernung. Wir bewegen uns erstmal ein bisschen zurück. Wir gucken dann einfach. So, 5., 6. Armee, 7. Armee, 8. Armee. Bewegt sich mal dorthin. 9. Armee bewegt sich dorthin. 10. Armee bewegt sich dorthin. Und dann gucken wir mal. Alle bewegen sich, außer diese beiden. Aber die müssen wir jetzt auch in Bewegung setzen. Die müssen hier was tun. Es sind nur Bauernarmeen, aber der große Vorteil ist, dass der Gegner komplett ohne Versorgung ist. Aber verdammt, sie bekommen gerade Versorgung. Plus 20. Das ist natürlich ein Problem. Das heißt, dann können wir sie nicht so einfach bekämpfen. Dann müssen wir doch unsere Oder-Frei-Kompanie jetzt hier irgendwie rüberbringen. Hilft nichts. Das muss dann sein. Da brauchen wir eine gute Kampfarmee, die dort mithilft. Und die Bauern bleiben dann hier als letzte Verteidigung von Seeland erstmal dort stehen. Nun gut. So, gucken wir mal, wo sich jetzt hier die Gegner alle hinbewegen. Unsere Armee ist direkt nochmal in die Schlacht gekommen. Das ist aber ganz gut. Das sind Flüchtende. Die werden wir jetzt locker besiegen können. Das ist, glaube ich, sehr gut gewesen. Ja, sehr schön. Das können wir mal wegklicken. Das hat uns hier nochmal 2% gegeben. Und nochmal zahlreiche Gegner getötet. Das muss man auch hinzusagen. Die Sache sieht jetzt deutlich besser aus. 293.000 gegen 214.000. Das macht die Sache wirklich deutlich angenehmer jetzt. So, können wir hier noch jemanden erreichen? Ja, wir bewegen uns ja da direkt hin. Das ist gut. Das sind alles, glaube ich, Engländer, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe. Kleinkönigreich von Lancaster, genau. Aber das ist jetzt definitiv die größte Gefahr. Bauernaufstand. Da kommt ein Verbündeter, der geht aber raus auf die hohe See. Wir sind immer noch nicht mal in den Schiffen. Die hauen jetzt ab dort. Nee, Quatsch, das sind unsere Leute. Jetzt sind wir raus. Und was ist hier los? Ein Ratsposten. Oh mein Gott, Havel ist gestorben. Der ist, glaube ich, verletzt worden im Krieg. Habe ich gesehen, in einer der großen Schlachten. Das ist natürlich fatal. Der König von Norwegen. Wer ist denn jetzt König von Norwegen? Gucken wir uns das an. König von Norwegen ist Havel der Dritte, der wiederum verheiratet mit unserer Tochter. Ist der ist auch sehr talentiert. Vielleicht können wir ihn direkt zum neuen Ratsmarschall machen. Mal gucken, wer in Frage kommt. Ja, ich denke, er wird es werden. Okay, ich hoffe, er macht seine Sache gut. So, langsam sind die Söldner in der Nähe. Die müssen natürlich jetzt irgendwie rauskommen und dann müssen sie ihren Malus verlieren. Wir müssen allerdings hier unten aufpassen, was machen da unsere Truppen. Ja, die haben sich ganz gut verteilt. Außer diese hier. Das sind zwei Armeen, die den gleichen
das gleiche Ziel hatten. Das müssen wir mal ein bisschen aufteilen. Wir müssen erstmal hier wieder ein bisschen Versorgung einsammeln, ein bisschen Luft schöpfen. Der Gegner hat sich hier auch, wie es aussieht, komplett zurückgezogen. Das ist ganz erfreulich. Dann marschieren wir ja auch mal wieder zurück. Das ist wirklich erfreulich. Ja, die Schlacht war auch echt vernichtend für ihn. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Wie viele Tage haben wir das jetzt noch? 29 Tage kürzlich verschifft. Da sollten wir nicht zu schnell reinlaufen. Aber bis da können wir, glaube ich, gehen. Wo wird hier erneut belagert? Es gibt irgendwo neue Belagerungen. Kitka. Wo ist das? Ach, da oben sind sie schon wieder gelandet. Na ja, gut. Das ist nicht ganz so entscheidend. Das hier, das ist entscheidend. So, der Gegner bewegt sich noch nicht. Wir haben immer noch 12 Tage unseren Malus. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir dürfen nicht zu weit reinziehen. Nicht, dass er uns da entgegenkommt. Am besten, ihr bleibt mal da stehen. Und ihr zieht dort rein. Ne, wir machen das anders. Ihr zieht dort rein und ihr bleibt dort stehen. Warum ist hier... Oh Gott, wir müssen auch auf die Befehlshaber achten. König Havel selbst. Bei den Bauern. Wir nehmen mal hier die Hauptmänner. Das ist schon okay. Er ist noch dabei. Das ist... Ach so, wir haben ja hier eigentlich Belagerer. Stimmt. Aber wir müssen jetzt hier auch kämpfen. Deswegen lassen wir das mal so. Das von der Freikompanie bleibt auch so. Okay, wir haben immer noch nicht unseren Malus verloren. Jetzt ist er weg. Okay, das heißt, jetzt können wir durchstarten. Und ich denke, wir werden mal einfach hier angreifen. An der Ecke. Und werden dann nach und nach hier reinlaufen. Ihr kommt einfach auf dem Wege mit da rein. Ihr kommt von hinten mit da rein. Na, lieber hier so lang. So, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Der Gegner dürfte noch ein bisschen Versorgungsschwäche haben. Ja, da geht's rein. Prima. Ja, Pechner ist gestorben. Oh, und ich sehe gerade, es gibt einen erneuten gegnerischen Vorstoß hier weiter im Süden. Die Frage ist, wollen wir da jetzt hinziehen mit all unseren Truppen? Ja, ich denke, das sollten wir tun. Das sollten wir tun, weil im Moment, das ist einfach jetzt die neue Front. Sie ist nicht groß, aber sie ist da. Okay, wir müssen unsere Kampfarmee sammeln. Die sich jetzt schon mal vorbereitend in die Richtung bewegt. Und die anderen, da müssen wir halt aber jetzt aufpassen, dass wir sie nicht alle durcheinander schmeißen. Die müssen sich in die Nähe bewegen und dann werden die anderen schon folgen, die Verbündeten irgendwie. Mal gucken. Starten wir mal einfach damit. Ja, oder hier hin. So, aber das Wichtige passiert dort oben jetzt. Hier ist noch niemand gelandet. Das ist gut. So, ich bin zuversichtlich, dass das uns hier gut gelingen wird. Die Schlacht beginnt. Ui, der Gegner ist stark. Der ist viel stärker, als ich dachte. Also was den Anführer betrifft. Aber wir haben die besseren Truppen, da bin ich mir sicher. Und wir sind zahlenmäßig überlegen. Plus 6. Er kommt hier nochmal mit 8000 rein. 41.000. Minus 7 jetzt allerdings. Weil er noch einen stärkeren... Oh mein Gott. Uiuiuiui. Okay, es wird knapp, aber es wird reichen. Glaube ich zumindest. So, hier bewegt sich jetzt alles in Richtung Süden. Um die da unten abzufangen. Ich hoffe, das war jetzt keine Finte nur. Plus 2. 0. Ja, das wird genügen. Gott sei Dank. Na, der Gegner hat gute Anführer, das muss man schon mal sagen. Okay. So, der Sieg ist unser. Die Schlacht von Sopot endet zum Glück siegreich. Hingabestufe erhalten. Verbündeten Kombattanten getötet. Sehr gut. So, dann gucken wir mal, wie diese Schlacht ausgegangen ist. 6500 gegen 9000. Und hier bei den Champions... Ja, ein paar Verwundete auf der Gegenseite. So, das Entscheidende ist aber jetzt, dass wir natürlich zurückbelagern, zurückerobern. Und dafür haben wir ja, Gott sei Dank, hier unsere Belagerungsarmeen stehen. Halt. Wartet, so machen wir das. Der Rest...
Die Oder-Freikompanie, die läuft dahin. Das ist ja keine Burg, ne? Nee. Eigentlich muss nur das eine dort belagert werden. Ja, dann schicken wir sogar die beiden dorthin. Dann geht es noch schneller, glaube ich. Weil mehr Kanonen zur Verfügung stehen. So, die Gefangenen sterben jetzt alle langsam. Problem ist natürlich die Versorgung, wenn wir das so machen. Aber die Vorräte sind noch da. Das ist also kein Problem. Ja, und die Belagerung geht auch extrem schnell vonstatten. So, wenn das gelungen ist, dann müsste sich der Kriegsstand deutlich zu unseren Gunsten weiterentwickeln. So, wo ist die zweite Armee? Das ist jetzt hier die entscheidende Armee für die weiteren Schritte. Die bewegt sich mal, na, ich würde mal sagen, auf die Seite des Flusses. Alle anderen rücken mal nach. Ja. Hier kommt mal dorthin, aber auch hier bräuchten wir noch einen Anführer. Nehmen wir auch mal einen der Söldner-Hauptleute. Die anderen, ja, ich würde mal sagen, die bleiben da noch stehen. Wir müssen jetzt nicht alles dorthin führen. Okay, so, die Belagerung ist jetzt gewonnen. Sehr gut. Leszek ist verstorben. Der schwedische König ist gestorben. Okay, das heißt, dort gibt es einen neuen König Jaromir II. Zu dem werden wir, glaube ich, ein besseres Verhältnis haben. Ehrgeizig, sprunghaft, ruhig. In das Haus haben wir auch eingeheiratet. Genau, sein Haupterbe ist der Mann von Prinzessin Dobrunjega. So sieht es aus. Deshalb dürften wir ein gutes Verhältnis haben. Ist die Frage, können wir hier neue Bündnisse schließen? Können wir neue Leute in den Krieg holen? Das hatten wir geprüft. Das hatten wir auch geprüft. Nee, das ist nicht der Fall. So, die nächste Frage ist, sollten wir diese Truppen dort verfolgen? Oder bleiben wir lieber am Rande? Ich würde mal sagen, wir bleiben einfach lieber hier stehen. Wir haben ja auch Versorgungsschwierigkeiten. Ja, die ganzen östlichen Bereiche sind echt nicht gut ausgebaut. Gut, jetzt kommt es auch wegen des Winters. Wir bleiben erstmal da stehen. So, aber eigentlich, ja, Kriegsstand geht auf plus 34%. Sehr gut. Okay. Das nächste ist hier die nächste große Schlacht zu schlagen. Die Verbündeten folgen uns. Das ist schon mal gut. Das klappt. Wo ist unsere Hauptarmee? Wo ist die zweite Armee? Dort ist sie. Die zweite Armee bewegt sich dorthin. Wenn das der schnellste Weg ist, okay, dann soll das so sein. Du gehst dorthin, du gehst dorthin. Ihr zieht hier nach. Und ihr zieht dort nach, das passt. Da können wir relativ gut koordiniert angreifen. Ah, ich sehe gerade, er zieht sich jetzt hier zusammen. Hm. Ja, dann müssen wir das nochmal komplett umdisponieren. Dann müssen wir von hier reingehen und von hier die Verstärkung reinbringen. Könnt hier schon damit marschieren. Und ihr geht dahin. So. Die Frage ist, die wollen jetzt dort fliehen. Gibt es hier oben... Ah, hier kommen neue... und auch starke Truppen, wie ich sehe. Ja. Ja. Jetzt haben wir hier nur unsere kleine Bauernarmee. Im Norden gelassen zwei kleine Armeen. Eine Belagerungsarmee ist dabei. Allerdings haben wir hier relativ viele Verbündete. Bin mir nicht sicher, ob wir das riskieren sollten. Wissen wir, was hier für ein Anführer ist? Nee, ne? Sizilianischer Trupp. Ja, das kann alles sein. Ich würde sagen, wir warten das lieber nochmal ab. Gut, da oben ist Ruhe. Die ziehen sich weiter zurück. Tja. Oder ziehen wir unsere... Wisst ihr was? Wir ziehen unsere Söldner hier unten hin. Die können diese Front da bespielen. So, und hier müssen wir langsam überlegen, ob wir nicht jetzt einfach in diesen Kampf gehen, auch wenn wir erstmal zahlenmäßig unterlegen sind. Aber wir warten noch mal ein bisschen, bis die weg sind dort. Wir wollen nur die erstmal wischen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Nee, es klappt natürlich nicht. Jetzt habe ich echt zu lange gewartet. Doof. Na, mal sehen. Ah, nee.
hat nicht geklappt. So, sie ziehen weiter südwärts. Das Blöde ist, dass unsere Verbündeten... Okay, das wären hier immer mehr. 32.000. Wir müssen uns mal ein Stück zurückziehen. Das wird mir hier zu gefährlich. Wir warten hier auf die Söldner. Das Problem ist, dass unsere Verbündeten jetzt sich gerade sehr diffus verhalten. Manche ziehen dorthin. Kriegsstand. Minus 55% immer noch. Snime. Warte mal, irgendwas muss hier noch ganz groß für den Gegner zählen. Warum ist der Kriegsstand so hoch? Bei Gebieten, die gar kein Kriegsziel sind. Snime. Wartet mal, Snime. Okay. Das scheint hier besonders relevant zu sein. Da müssen wir was machen. Das müssen wir zurückbelagern. Und Vienna natürlich. Das ist aber ein anderes Vienna. Warum zählt das so viel? Hä? Das verstehe ich überhaupt nicht. Warum zählt das bei denen so unfassbar viel? So eine poplige Ecke der Welt. Das kann doch nicht sein. Kitka 11%. Das ist doch unmöglich. Und jetzt landen die da auch noch massiv. Wie soll man das denn kontern? Man, wir können nicht überall sein. Da oben sind sie auch am Start. Warum ist Karelien so wichtig für diesen Kriegsstand? Das verstehe ich nicht. Wir warten erstmal, bis hier unten ordentlich Truppen zusammen sind. Irgendwo hatten wir doch hier unten auch eine Belagerungsarmee, oder? Ah, da ist die. Ah, das ist doof. Eigentlich müssten wir nämlich zurückbelagern. Ich ziehe die hier mal runter. Und weil wir die Truppen hier eh im Moment nicht brauchen, ziehe ich eine Armee da auch mit runter. So, wichtig ist jetzt unsere Kampfarmee, die jetzt dort steht. Aber alleine, ich finde es ein bisschen zu fett, dort schon reinzugehen. Ja. Was will der Gegner jetzt? Wir gehen erstmal da hin. Und ziehen hier nach. Der lockt uns jetzt immer weiter in den Süden rein. Will er jetzt das Gebiet da verlassen? Sehr unklar. So, was ist hier mit diesen 30.000 Mann? Die verteilen sich jetzt dort in Lothringen. Auch ein bisschen merkwürdig. Und man hat das Gefühl, dass der Hauptschlag der Gegend jetzt hier oben irgendwie stattfinden soll. Schaut euch das an, was sich dort alles bewegt. Aber das ist ein schreckliches Kampfgebiet, was die Versorgung betrifft. So, teilt euch doch mal ein bisschen auf. Also zahlenmäßig sind wir eigentlich gut dabei. Das Problem ist, die hängen mir hier ein bisschen zu weit hinterher. Was will der denn da jetzt eigentlich? Wissen wir nicht genau. Pass auf, dann belagern wir jetzt einfach hier irgendwie zurück. Dann sollen sie kommen. Wenn sie das Gebiet wieder verlassen, ja, sollen sie es tun. Wir werden uns hier so im Hinterland ein bisschen vorbereiten darauf. Die Verbündeten belagern jetzt mit, das ist okay. Wir werden jetzt nicht die Verfolgung ins gegnerische Gebiet mit aufnehmen, das machen wir nicht. Wir haben einen Vorzug erhalten, Schmeichler, befreundeten Komplottstärke, ist jetzt nicht sonderlich hilfreich und spektakulär. Gehen wir da aber trotzdem weiter. Okay. Was hier der Gegner macht, bleibt auch ebenfalls noch so ein bisschen unklar. Aber immerhin, die Söldner sind jetzt hier schon mal in Reichweite langsam. Ziehen wir mal unsere Truppen so weit zusammen. Ihr kommt auch in die Nähe. Und wir belagern zurück und gucken, was die jetzt machen. Die wollen da wollen sie jetzt belagern. Ernsthaft? Ja, blöd, dass unsere Belagerungsarmee hier zu lange braucht. Da fangen sie jetzt irgendwelche Belagerungen an.
Boah. Kriegsstand geht aber trotzdem auf 41%. Hier kommen die Gegner zurück. Und hier. Hier ist es natürlich jetzt relevant, weil wir jetzt hier auch in der Nähe des Kriegsziels sind. Hier müssen wir jetzt aufmerksam bleiben, beziehungsweise das ist sogar Kriegsziel. Das ist aber okay. Schaut mal, die haben keine Versorgung mehr. Das heißt, das können wir jetzt ausnutzen. Wo ist die Oder-Frei-Kompanie? Das ist perfekt. Hier gehen wir jetzt rein. Da gehen wir jetzt auch schon mal hin. Das genügt. Die werden wir dort schlagen. Hier werden wir zurückbelagern. Das hilft uns kriegsstandmäßig auch. Ja. Die Verbündeten sollten ausreichen. Herzog Bartolomeo ist erkommen. Das ist irgendein Gefangener jetzt aus diesem Krieg hier. Ist ein ziemlich guter Ritter. Möge euch die Pest holen, ja. Okay. Das wird hier eine große Nummer. Wir müssen da natürlich mit allem rein, was geht. Und hier geht es auch schon los. Die Söldner sind am Start. Plus 12, das ist okay. Und ich hoffe, die Kraft der Verbündeten, die jetzt in der Nähe sind, reicht aus, um diese Schlacht zu schlagen. Ja, 22.000 gegen 27.000 im Moment. Was passiert hier? Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal hier die Rückbelagerung ab, bevor wir weiter in den Süden ziehen. Das scheint mir jetzt der sinnvollste Weg zu sein. Wo ist hier eigentlich unsere andere Belagerungsarmee? Die kommt hier auch noch mit rein. Vielleicht wird es wieder so eine große Schlacht. Schicken wir sie auch mit rein. Die steht dort noch. Und die ist jetzt hier in der Nähe. Genau, die kann das zurückbelagern. Das ist auch gut. Okay, kehren wir zurück zu dieser Schlacht. Nun kommt rein. Was machen die denn da? Worauf warten die denn? Die zögern da immer, unsere Verbündeten. Das kann doch nicht wahr sein. 19.000, also gleich stark etwas. Geht doch da rein in diese verdammte Schlacht. Wir verlieren die, wenn ihr nicht kommt. Das ist doch unerhört. Wir haben eigentlich die besten Voraussetzungen. Plus 11, aber die bringen ihre Männer dort nicht in den Kampf. Die brechen das immer wieder ab. Seht ihr das? Das ist doch erbärmlich. Hier, das ist jetzt unsere Armee, die irgendwann da reinkommt. Aber das reicht möglicherweise nicht. Plus 21. Es sieht eigentlich so gut aus. So, die haben unten jetzt auch belagert. Ah, nein! So, jetzt ist es vielleicht zu spät. Jetzt sind wir mit drin. Okay, wow. Jetzt kommen sie auch. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Das hätte nicht sein gemusst. So, passiert hier irgendwas? Die kommen jetzt auch alle dahin. Okay. Hier kehren die zurück. Wir stehen da einsam in Seeland. Und die Hunden sind die noch... haben ein bisschen belagert, ziehen sich jetzt wieder zurück. Ja, sind aber nur zwei Provinzen. Na gut, gucken wir mal. Okay, also die Schlacht wird gewonnen. Sehr gut. Puh. Meine Herren. Okay, was ist hier? Irgendein Graf tritt bei. Ich glaube, das ignorieren wir jetzt mal alles einfach. Okay, 12.000 gegen 12.000. Also zahlenmäßig war das jetzt nicht so erfolgreich. Aber wichtig ist, Kriegspunkte gewonnen. Wir sind bei plus 55%. So, Champions. Auf der Gegenseite ein Toter. 3, 4, 5 Tote, 6 Tote. Das ist gut. Okay, das war erfolgreich. Ja, jetzt ist die Frage. Wir sehen, dass hier gegnerische Truppen kommen. Wie stellen wir uns jetzt neu auf? Die Belagerung sind hier fast alle zurückgeholt. Wir müssen unsere Truppen hier neu verteilen und wir müssen ein bisschen auf die Vorräte achten. Das ist die Belagerungsarmee. Ich würde sagen, die bewegt sich dorthin und belagert hier zurück. Wird beschützt durch diese Armee. Während die jetzt dann im Hinterland agieren. Ihr belagert das noch ein bisschen. Und ihr kommt dann dorthin oder dort. Mhm. Und dann gucken wir, was der Gegner dort macht. Und ja, jetzt holen wir unsere Freikompanie. Und die wird tendenziell ein bisschen weiter südlich stationiert. Und hier haben wir noch die anderen beiden. Die bleiben in der Nähe.
Und dann müssen wir beobachten, was da kommt. Diese Armee zum Beispiel. Hier kommt im Moment nichts. Und was hier oben los ist, ja, hier sind Truppen des Gegners. Aber ich glaube, das können wir weiter ignorieren. Sich dort jetzt zu verzetteln, das ist, glaube ich, keine so gute Idee. So, gut. Wir gehen unten hin und sie marschieren jetzt offensichtlich wieder dorthin. Pass mal auf, das werden wir vielleicht jetzt mal nutzen können. Wir werden nur die Belagerungsarmee hier hinschicken, die macht das alleine. Wir werden die zweite Armee jetzt doch hier wieder zurückbeordern. Alles wieder ein bisschen Kommando zurück. Nur die fünfte Armee, die geht dahin. Genau, die wollte ich hier irgendwo hinbringen. Na, mal sehen. So, was machen die? Gehen die jetzt wieder zurück? Oh, nee, ernsthaft? Wir müssen jetzt aufpassen, was die dort machen. Oh, und hier geht es ja wieder neu los, oder? Nee, das sind die fliehenden Truppen des Gegners. Gut, um die brauchen wir uns nicht kümmern. Und ich sehe gerade, wir brauchen... Was ist hier los? Ach so, das ist nur ein Erzieher, den wir einsetzen können. Aber das werden wir jetzt mal während des Krieges ein bisschen nach hinten schieben. Grazia erhält die Eigenschaft hinterlistig. Auch sehr interessant. So, die können sich nicht entscheiden, ob sie südwärts gehen oder nicht. Das ist schlecht für uns, weil wir müssen dann schon wieder umdisponieren. Dann müssen wir uns wieder zurückziehen. Also müssen wir uns wieder in diese Richtung bewegen. Ein Hin und Her ist das. Gab es hier eben keinen Anführer? Doch, überall, glaube ich, ne? So, was die machen, wissen wir nicht. Okay. Wir haben aber das gleich zurückerobert. Hervorragend. Damit sind wir bei 72%. Und wir bewegen die Belagerungsarmee ein bisschen hinter die Front, um auf Nummer sicher zu gehen. So, wo ist jetzt die Hauptarmee des Gegners? Dort. Wir bewegen uns dorthin. Ja, bleib doch mal hier. Und die ziehen nach. Diener der Ehrlichkeit. Ich war erschüttert, als ich Radoslav dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Bürgermeister Budivoy stehlen wollte, der gerade zu Besuch ist. Er gestand, gedacht zu haben, er könne damit davonkommen nun, aber wisse, dass es falsch gewesen ist. So, normalerweise würden wir das nehmen. Aber guck mal, ob wir besessen sind und irgendwas anderes sagen. 4. Nein, wir sind nicht besessen. Bei 1 bis 3 sind wir besessen. Insofern bleib bei der Ehrlichkeit, Kind. So. 36.000 Mann. Gehen wir in diese Schlacht. Wald ist nicht so gut für uns als Angreifer. Wir wollen aber vermutlich dahin, ne? Können wir das irgendwie abkürzen, indem wir dort uns hinbewegen? Die ziehen wir hier komplett nach. Also da wollen sie mit Sicherheit nicht stehen bleiben, das ist klar. Ah, sie ziehen wieder zurück. Hm, na gut. Okay. Ich will nicht mit ihnen im Wald kämpfen. Wir würden sie da aber erwischen. Hat er Probleme mit dem... Wollen wir den Kampf aufnehmen? Wollen wir diese elende Verfolgungsjagd jetzt hier einfach mal beenden? Wollen wir alles dort reinwerfen? Auch wenn es auch wenn es Wald ist? Ich würde sagen, ja. Wir müssen den unten mal zeigen, was hier los ist. Wir suchen dort die Schlacht. So, und hier? Hier hat sich der Gegner offensichtlich wieder erholt. Ist mit guten Truppen, hier mit Söldnern. Geht wieder in unsere Richtung vor. Aber wir stehen Gott sei Dank wohlweislich in der Nähe. Und sind vermutlich auch bereit. Die Oder-Freikompanie hat keinen Anführer mehr. Da nehmen wir dann Hauptmann Keaton vom Baltentrupp. Das passt gut. So, die Front steht sicher. Da kommt niemand. Puh, dann würde ich sagen, einmal durchatmen. Wir gucken kurz. Kriegsstand 80%. Der. Ja, zahlenmäßig hat sich das alles wieder ein bisschen ausgeglichen. Gegner hat sich auch wiederholt mit 270.000. Naja.
Aber ich werde nicht da oben nach Lappland fahren und die beiden da zurückerobern. Wobei, eigentlich, warte mal, ist da jetzt noch eine gegnerische Armee unterwegs? Ja, was machen die dort? Man könnte in so einer Nacht- und Nebelaktion hier vielleicht hier durchfahren, da landen. Ich meine, wir haben eine Belagerungsarmee. Das würde eigentlich relativ schnell gehen. Mit einem Belagerer. Machen wir das mal. Immerhin, also ich erwarte dort jetzt keine Wunder, aber immerhin 11% Kriegsstand auf diese Art und Weise zu holen, ist auch nicht ohne. Ich würde sagen, hier führen wir jetzt diesen Verteidigungskampf weiter und mit ein bisschen Glück und vielleicht dieser Spezialaktion können wir vielleicht demnächst, vielleicht im Jahr 1423, diesen Krieg gewinnen und beenden. Wir werden es sehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, euer Steinwallen.